Ja, hallo zusammen. Ich habe heute auch gar nicht mehr so viel zu erzählen. Wir haben ja schon in der Diskussion rausgestellt, dass eines unserer größten Probleme ist einfach, dass wir Anträge, Antragsideen und so weiter nicht ordentlich im Vorfeld diskutiert bekommen. Sei es, es gibt Angebote, die nicht genutzt werden, sei es, man nutzt sie nicht, weil man keine Zeit hat und so weiter und so fort. Wir haben uns gestern, quasi das Konzept, was jetzt hier an dem Beamer ist, schwebt schon länger auch als Idee in meinen und anderen Köpfen herum, weil das Problem, was wir halt haben, was ja auch schon vorhin in der Diskussion wieder gesagt worden ist, eine Frist alleine wird das Problem nicht lösen, es wird es ein Stück weit optimieren. Und ein großes Problem, das ist auch, sag mal, was der Michael zum Beispiel als Kritikpunkt ja gesagt hat, ist der zeitliche Faktor. Wir müssen das zeitlich entschlacken, dass es eben nicht die Masse an Anträgen, an Ideen uns überrennt, sondern dass wir einen Zeitraum haben, in dem wir den diskutieren können, in dem wir darüber beraten können, darüber auch Alternativen generieren können. Und deswegen ist die Idee, Fristen etwas aufzuteilen, damit wir a. im Vorfeld beraten können, b. über das Eingereichte, was fristgerecht kam, später auch ein virtuelles Meinungsbild generieren können, um die Antragsreihenfolge auf dem Landesparteitag zu bilden, um dann auch nochmal eine Zeit zu haben, wo jeder für sich sich selbst vorbereiten kann für den Landesparteitag. Und was natürlich wichtig ist, die Tagesordnung, dass sie feststeht, dass sie an die Mitglieder herausgeschickt werden kann, bei der letzten Einladung, die von der Satzung, ich glaube, 2 Wochen vor dem Landesparteitag festgesetzt ist. Die Idee ist also, wir haben eine Einreichungsphase, die beginnt eigentlich direkt nach dem Landesparteitag. Da kann jeder Anträge einreichen, Ideen und so weiter und so fort. Sicherlich muss die noch, haben wir vorhin ja Andres Ideen, Tumeis Analysen, da haben wir sicherlich auch noch Diskussionsbedarf, wie wir das besser machen können, um von der Idee zu einem zustimmungsfähigen Antrag zu kommen. So, die erste Frist wäre einfach diese Einreichungsfrist. Da ist halt die Frage, wo man die zeitlich hinsetzt. Lasse ich jetzt mal außen vor, können wir gleich in der Diskussion beraten. Aber in der Zeit, ja, da reicht zum Beispiel der AK Bildung bis dahin sein Bildungsprogramm ein. Und diese Änderungsphase, in der Zeit kann halt jeder Pirat A, Änderungsanträge dazu auch noch einreichen, weil das ist, wenn wir das eine Frist haben, kurz vor dem Landesparteitag, bis wohin alle Anträge eingereicht sind, wird kurz vor der Ablauf der Frist alle Anträge ins Wiki gekippt und wir haben dieselbe Situation wie vorher. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, in dieser Änderungsphase Alternativen zu generieren, vielleicht Dinge auch nochmal umzuschreiben und so weiter und so fort. Die müsste ein bisschen ausreichend groß sein, damit es halt eben diese zeitliche Entschlackung gibt. So, und dann gibt es irgendwann den Freeze, habe ich es einfach mal genannt, wo die festgefahren sind. Das ist das, was wir haben an, was auch nicht diskutiert worden ist, wo es Alternativen generiert worden sind. Die kommen in eine Reihenfolgenbildung, wie wir es auch früher schon mal an Landesparteitagen gemacht haben, indem wir ein virtuelles Meinungsbild oder eine Umfrage oder wie auch immer, oder man Liquid Feedback vielleicht verwendet und so weiter, wie die Zustimmung dort ist. Das ist uns überlassen, wie wir das machen würden. Dann wird die Tagesordnung versandt, die wir erstellt haben, und dann gibt es halt die letzte Frist, die vorgesehen ist bisher, von 2 Wochen bis zum Landesparteitag. Was wir aber, wurde in der Diskussion ja auch schon genannt, brauchen, ist Flexibilität. Ja, Flexibilität, weil wenn wir es mit Fristen komplett festzurren, haben wir keine Flexibilität mehr. Es kann ja sein, dass ein Ereignis wie Fukushima, es kann sein, dass eine Abstimmung wie der ESM oder so uns in unserer Planung für einen Landesparteitag dazwischen kommt. Das heißt, weitere Anträge als Idee können immer noch eingereicht werden, sie werden aber, da sie nicht mehr fristgerecht waren, in der Tagesordnung ans Ende gestellt, nach Antragseinreichungsfolge. Und es gibt eventuell, muss man diskutieren, ob wir es brauchen oder nicht, vielleicht die Möglichkeit, einen Dringlichkeitsantrag zu definieren, der zum Beispiel, sei es jetzt bei Fukushima oder sowas ähnlichem, wo der Landesparteitag sagen kann, wir möchten den jetzt sofort behandeln, weil es eben ein Event ist, was weiß ich, der vielleicht kurz vor der hessischen Landtagswahl zum Beispiel auf uns zukommen könnte oder vor der Bundestagswahl, wo wir noch eine Position brauchen, dass wir uns da nicht die Flexibilität zerschießen. So, und das wäre jetzt so die Idee, die wir generiert haben, um ja, in die Diskussion zu starten, und mehr wollte ich auch gar nicht so sehr sagen. Ja, ich probiere mal so ein bisschen zu moderieren. Kann jeder nochmal seinen Namen kurz sagen? Manche weiß ich schon. Jörg. Der Jörg, der Michael und der... Michael. Michael. Frage zu der Folie, die gerade verschwunden ist. Also die Fristen, ist das jetzt immer aufaddiert? Also das ist immer als Frist vor dem Bundesparteitag, vor dem Landesparteitag zu sehen. Das war aufaddiert. Aber wie gesagt, die Zahlen sind nicht fix, die können wir diskutieren. Okay, und nur, dass wir wissen, was wir hier wollen. Wenn ich jetzt sowas einreiche nach deiner Idee, wäre das dann schon der fixe Text, den man dort bei der Einreichungsfrist einreichen könnte? Erstmal, ist das noch modifizierbar? Muss das schon in Fels gegossen sein? Oder?
Das ist ja genau die Idee, dass diese Änderungsphase Änderungen ermöglicht. Erst bei der nächsten Phase, dem Freeze, dann muss es fix sein, um auf dem Landesparteitag behandelt zu werden. Es geht nicht um konkurrierende Änderungsanträge, sondern auch darum, dass jemand sagt, warum nimmt er nicht den Satz noch auf oder macht er noch dies oder jenes? Genau dies. Du kannst natürlich trotzdem, wenn du mit dem Angebot des Antrags nicht zufrieden bist, auch natürlich an der Stelle einen Änderungsantrag einreichen, dass die dann konkurrierend sind. Aber du kannst natürlich auch den ursprünglichen Antrag probieren, im Konsens weiterzuentwickeln oder zu verändern. Das ist ja genau die Idee, die dort passieren soll. Ja. Okay. Der Michael. Ich finde es erstmal super, wie du das ausgearbeitet hast. Also ich denke mal, das ist auch genau das, so wie wir es brauchen. Die Frage ist nur, ich habe es ja eben im Prinzip schon mal gestellt, ich bin mir immer noch nicht so ganz klar, wie das läuft, wie diese Flexibilität noch generiert wird. Also bei dem Beispiel, das ich eben hatte mit der Extremismusklausel, würde das dann ans Ende der Tagesordnung, würde das dann ganz zum Schluss nochmal behandelt werden? Oder welche Möglichkeiten haben wir konkret, wenn wir jetzt dann wirklich spontan uns auf dem Landesparteitag noch die geniale Lösung einfällt und wir nicht bis zum nächsten Jahr wieder warten wollen, welche Möglichkeiten haben wir das dann noch? Ja, das ist ja ganz normal durch die Geschäftsordnung des Landesparteitags möglich, durch einen GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung und direkt einen Änderungsantrag zu verhandeln. Das sollte der Landesparteitag sicher als Option niemals nehmen, muss eventuell aber mit einer ordentlichen Mehrheit gesichert sein, dass wir eben nicht den Landesparteitag in seinem Fluss torpedieren, aber halt genau diese Flexibilität, die wir an manchen Dingen einfach brauchen, weil wir eben, vorhin hat es, glaube ich, die Petra gesagt, sie fühlt sich als Neuling, wir sind alle seit Jahren Neulinge, ja? Wir sind nicht professionell an der Stelle. Ja? Und das ist auch gut so, wir sollten dieses kreative Chaos, was wir haben, einfach auch nutzen, um Dinge flexibel angehen zu können, weil das unterscheidet uns von etablierten Parteien. Darf ich noch ganz kurz nachhaken? Das heißt, es können keine neuen Anträge mehr eingereicht werden, aber jeder Antrag, der eingereicht wurde, kann noch verändert werden durch einen Änderungsantrag und durch... Neue Anträge kannst du trotzdem noch einreichen, jenseits dieser ersten Einreichungsfrist, die kommen aber automatisch ans Tagesordnungsende. Ja, genau. Okay. Aber der Michael... So, also das Konzept kann ich so unterstreichen, weil es auch teilweise von mir ist. Die einzige Einschränkung, die ich machen würde, bei der Änderungsphase würde ich persönlich keine weiteren Anträge mehr zulassen. Die Anträge, die da bei der Einreichungsfrist stehen, nur noch veränderbar oder zurückziehbar, sodass ich praktisch ermögliche oder die anderen Leute zwingen, sich mit dem Antrag zu befassen und sich mit dem Antragsteller zusammen hinzusetzen, um eine Lösung zu finden, eine gemeinsame Lösung zu finden. Die Flexibilität haben wir immer drin, weil die Antragskommission ja noch, oder die Tagesleitung, die Versammlungsleitung immer noch reinbringen kann über den GO-Antrag. Also die Flexibilität ist drin. Ich würde dann auch noch auf dem Parteitag selber eine Frist einführen, dass ich sage, eine Stunde, das muss man dann ankündigen, eine Stunde bevor der Antrag behandelt wird, die Frist einsetzen, danach können keine spontanen Änderungsanträge mehr reinkommen, um den Antragstellern die Möglichkeit zu geben, da noch redaktionell nachzuarbeiten. Da müssen wir aber auch der Antragskommission so weit vertrauen, dass sie die Reihung macht und dass sie redaktionell an diesen Anträgen noch arbeiten darf. Das würde ich so als Vorschlag noch mitnehmen. Rednerreihenfolge, wenn ich kurz danach darauf noch antworte, ist, glaube ich, Ernst, Nicole, Peter. Hat sich sonst noch wer gemeldet? Lothar? Also Ernst, Lothar, Nicole, Peter, machen wir es einfach in der Reihenfolge. Und Klaus. Entschuldigung, Vorfrage protokolliere ich? Ja. Gerne. wir können jetzt sicherlich diskutieren, ob hier Änderungsanträge zugelassen sind. Meine persönliche Sichtweise ist, wenn wir hier sie nicht zulassen, kommen sie uns auf dem LPT entgegen. Deswegen sollte hier an der Stelle die Möglichkeit sein, Änderungsanträge zu... Stopp, weil das Ding ist nämlich, du wirst nicht jeden Antragsteller davon überzeugen, deine Idee, deine Vision zu übernehmen, und teilweise braucht es einfach auch demokratische Entscheidungen zwischen Alternativen. Deswegen braucht es hier Alternativanträge, die dann auf dem LPT verhandelt werden können. Ja, aber dann obliegt es ja der Antragskommission zu sagen, so, das tun wir auf dem LPT direkt dahinter als Alternativantrag behandeln. Das ist aber dann, wie gesagt, dann kriegt die Antragskommission eine gewisse Bedeutung, eine gewisse, ja. Deswegen sollen sie ja hier eingereicht werden, damit sie feststehen, dass die Antragskommission, wenn wir eine haben auf dem LPT, das auch schon weiß und auch jeder andere Pirat, der sich auf den Landesparteitag vorbereitet, dies hier bereits schon weit im Vorfeld weiß. Ich habe zum Beispiel zwei konkurrierende Bildungsblöcke. Kann ja durchaus passieren. Du wirst nie vermeiden, dass auf LPT immer noch konkurrierende Anträge reinkommen.
Wenn wir es im Vorfeld schicken, können wir es vielleicht vermeiden. Das ist aber nur eine Theorie. Aber der Ernst bitte. Ja, ich habe es jetzt zwar nicht gemeldet, aber jetzt wollte ich doch was dazu sagen. Weil ich da den Michael ein bisschen auch widersprechen möchte. Ich finde das nämlich, was du ja auch meinst, sind konkurrierende oder Alternativanträge dürfen auch bei den Änderungsbereichen eingebracht werden. Das halte ich auch für sinnvoll, weil ich glaube nämlich auch, dass sogar der konkurrierende Antragsteller eben in diesem Moment auch genau sagen muss, wozu er den konkurrierenden Antrag stellt oder den Alternativantrag. Denn es sollte nicht mehr Aufgabe der Kommission, des Parteitags oder sonst was sein, festzustellen, welche Anträge sind denn jetzt eigentlich konkurrierend zueinander, wie wir das teilweise schon oft hatten. Da muss dann ein Problem gab. Wenn ein Antrag eingestellt wird, muss der Antragsteller sagen, das ist konkurrierend dazu und kommt. Wenn irgendwann später ein Antrag zufälligerweise auftaucht, der sich halt nachhinein als der konkurrierende herausstellt, dann würde er halt einfach neu abgestimmt. Und wenn er auch angenommen würde, dann würde er den ja überschreiben, der sozusagen vorher angenommen würde. Dieses Risiko müsste man dann auf den Landesparteitag die Leute natürlich darauf hinweisen. Deswegen ganz wichtig und gleich zu den Fristen, die können mir gar nicht lang genug sein. Weil wir brauchen nämlich wirklich, inzwischen ja, wir brauchen nämlich wirklich Vorbereitungszeit. Und das sind ja Menschen, die diese Vorbereitungszeit machen. Und wie ich es kenne, sind es immer dieselben Menschen. Also die es halt immer machen. Und da sind schon 4 Wochen teilweise zu wenig. Um ehrlich zu sein, die meisten Programmsachen können auch 6 Monate vorher theoretisch eingereicht werden. Ja? Das ändert sich nicht innerhalb von wenigen Monaten. Also das nur mal so als kleine Idee. Vielleicht sogar 12 Wochen oder 16 Wochen. Wenn ich da kurz noch ergänzen kann. Das Ding ist, so ein Landesparteitag, also meine persönliche Empfinden bisher, ist immer ein weit, also wir wissen, wir haben einen im Jahr, vielleicht haben wir noch einen zweiten im Jahr und der ist immer weit weg. Ja, und dann ist es wie mit Weihnachten, schwupps, ist es vor der Tür. Ja? Ja, deswegen ist die Frist zu weit zu setzen, dann kommt sie wieder aus dem Horizont der Piraten. Deswegen muss sie schon ungefähr in die Nähe, deswegen müssen wir es sicherlich gut austangieren und vielleicht ändern wir es auch nochmal, falls wir so ein Ding beschließen. Und wir merken, 4 Wochen, 6 Wochen ist zu wenig, wir brauchen 8 Wochen, wir brauchen 10 Wochen. Wir können es ja weiter verändern, wir werden nicht den Stein des Weisen heute hier finden. Wir wissen 2 Jahre vorher schon, wann unsere Landesparteitage sind. Das wäre nämlich übrigens ein wichtiger Punkt, dass man wirklich schon vorhinein viel genauer wüsste, wann die Parteitage sind. Sieht man ja an den aktuellen Landesparteitagsausschreibungen, kann der Lothar sicherlich bestätigen, dass wir es eben nicht wissen. Aber der Lothar ist auch als nächstes dran. Ich möchte auf Michael 1 erwidern. Natürlich ist es so, dass dann auch beim nächsten Landesparteitag dann nach einer Diskussion am Parteitag dann irgendwann ein Antrag so abgelehnt, dann steinerweise gefunden, dann angewählt. Aber so ein Konzept soll ja auch dafür sorgen, dass es ganz notwendig ist. Dass es halt schon vorab mal gesehen wird, welche konkurrierenden Anträge gibt es, wie sehen die Diskussionen dazu aus. Da müssen wir hinkommen. Und du hast ja auch genau in dieser Änderungsphase Zeit, noch einen weiteren Änderungsantrag auch wieder einzureichen zu demselben Thematik. Was nicht möglich ist, ist in diesem Ding eine neue Thematik hinzuzufügen, weil die muss am Anfang hier stehen. Das heißt, du weißt, dein Spielfeld weißt du, die Ausprägung, die inhaltliche genau weißt du nicht, aber als nächstes war Nicole dran, dann Peter, dann Klaus, Jürgen, Friedrich, Michael. Aber gibt es Überlegungen dazu? Vorstand? Gibt es sowas konkret eigentlich? So eine Antragskommission, einer festen Einrichtung. Gibt es Überlegungen zu einer Antragskommission? Es gab Überlegungen dazu am vorletzten Landesparteitag. Ernst hatte Anträge eingereicht, ist keiner, soweit ich weiß, von angenommen worden. Der Peter ist der Nächste. Wo würdest du deiner Meinung nach an der Stelle den von mir angeführten Punkt mit der Kenntnisnahme durch den Vorstand einsetzen bei Fries? Idealerweise beschäftigt er sich natürlich schon bei der Einreichungsfrist damit. Aber der Vorstand hat natürlich, wie wir heute gesehen haben, auch nicht immer so viel Zeit. Sicherlich einfach hier zwischen. Spätestens natürlich hier und allerspätestens am Landesparteitag. Weil ich sag mal, er kann sicherlich zu Anträgen auch noch. Wenn sie am Landesparteitag, müssen sie ja sowieso vorgestellt werden und was von der Diskussion, weil ein Antrag braucht immer eine Begründung bei uns auch als Piraten. Er kann sicherlich während der Antragsvorstellung, kann auch ein Vorstandsmitglied sagen, hier, das ist zum Beispiel nicht finanzierbar. Idealerweise kommt diese Info natürlich in die Änderungsphase, um Alternativen zu generieren. Das heißt, idealerweise haben alle Piraten Hessen Kenntnis zu nehmen in dem Bereich. Werden wir nicht immer schaffen. Es wird immer irgendeine Erkenntnis geben, die uns
spontan einfällt, ist auf vielen Bundes- und Landesparteitagen auch schon passiert. Ja? Und darf ich noch eine Nachfrage stellen? Deiner persönlichen Meinung nach, würdest du empfehlen, dass man dazu eine Satzungsänderung vielleicht anstellt? Für dieses Fristenkonzept? Nein, dafür, dass der Vorstand verpflichtet wird von den Anträgen, zumindest wenn sie eine Belastung für die Finanzen darstellt, Kenntnis zu nehmen. Deiner persönlichen Meinung nach? Ersetzt einen Satzungsänderungsantrag das, was der Vorstand dann auch wirklich tut? Wir können es in die Satzung schreiben, er muss es trotzdem nicht tun. Also persönlich halte ich davon nichts, die Satzung mit Dingen aufzublähen, die eigentlich selbstverständlich sein sollten. Und wir sind letztendlich auch alle Piraten, können dem Vorstand darauf hinweisen. Hier, Vorstand, hast du gesehen, dass wir ein Monster Geschäftsstelle im Waldstadion Frankfurt bauen wollen, ja? Die uns 3 Millionen Euro kostet oder so. Ja? Mit Ach, du warst das. Ja, deswegen muss man sicherlich überlegen, ob man... Ich denke aber, wir sollten gucken, dass wir, bei egal was wir tun als Piraten Hessen, den gesunden Menschenverstand einsetzen. Der Klaus, bitte. Ja, ich hatte dazu 3 Punkte. Der eine, wenn man jetzt diese Frist zwischen Einreichungsfrist und Freeze auf 12 Monaten, auf 12 Wochen ausdehnt und dann noch so 2 Stufen einbaut, wenn ein Änderungsantrag als konkurrierender Antrag zu einem Antrag gestellt wird, dann ist es ja so, dass der Änderungsantrag ja vielleicht gar nicht so schön ausformuliert ist. Wenn man jetzt sagt, ich mache eine Einreichungsfrist 1, und dann sind 4 Wochen Zeit, konkurrierende Anträge, die sollen dahin verlinkt sein, ja, damit ich weiß, der oder 3 verschiedene. Aber der wird gestellt und der muss halt auch ordentlich geschrieben sein, damit man versteht, warum der dagegen ist und was der will. Dass der konkurrierende Antrag was Eigenständiges wird. Und dann nochmal 4 Wochen später, jetzt hat der konkurrierende nur 4 Wochen Zeit, und der andere 8, dass der dann so ordentlich ausformuliert sein muss, dass Punkt 2 von dem, was ich sage, dann eine redaktionelle Überprüfung erfolgt, so dass man dann einfach sagt, hier, du schreibst nur 3 Sätze, da weiß keiner, was man damit machen soll, mein Thema von vorhin, füll den doch nochmal mit Leben, ja, dass man so 4 Wochen vor Freeze sagt, der ist ziemlich unsubstantiiert, der Antrag, den verstehen die Leute nicht. Ein Thema von vorhin. Lieber einer recherchiert, der einen Antrag schreibt, als 2000. Ja, wenn ich darauf kurz entgegnen kann, weil das Ding ist, was wir auch vorhin in der Diskussion gehabt haben, wir können uns die tollsten Dinge überlegen, wenn sie nicht gelebt werden. Und ein Prinzip, nach dem ich probiere, da das mal zu machen, ist KISS, keep it simple and sexy, weil dann wird das auch gelebt. Und wenn wir, weil letztendlich kannst du als Pirat, wenn hier jemand einen Änderungsantrag reingestellt hat, dem du sagst, hey, die Begründung gefällt mir nicht, das ist nur ein Satz hingeklatscht zum Beispiel, kannst du A, ihn anschreiben, hier, verbessere das doch bitte. Oder wenn du meinst, die Anregung ist gut, dann stellst du selbst einen Alternativantrag. Ja, du kannst entweder die Arbeit übernehmen, kannst den anderen anschubsen, das zu machen, und letztendlich sind wir Piraten alle selbst verantwortlich dafür, für die Qualität der Anträge, die wir im Landesparteitag verhandeln. Und bei der Reihenfolgebildung ist eher so eine Frage, wie wird die denn gebildet? Also wir hatten bisher die Dinge, zum Beispiel, dass es eine Umfrage gab, die an jedes hessische Mitglied verschickt worden ist, ähnlich wie jetzt bei dem Hessen-Campus, wo einfach die aufgelistet sind und du halt zustimmen konntest und halt im Prinzip durch Wahl, durch Zustimmung nach dem Prinzip, oder halt was die meiste Zustimmung hatte, war der erste Antrag, der verhandelt wurde, der zweite, der dritte, der vierte. Also auch wieder ein sehr einfaches Prinzip, um das zu ermöglichen. Sicherlich gibt es ja auch sophisticated, sonst irgendwas Systeme. Letztendlich, wir müssen mit einem einfach mal beginnen und auch sagen, das ist unser Ding erstmal, und wenn wir merken nach 1-2 Landesparteitagen, das funktioniert so nicht, dann können wir es verbessern, aber wir müssen halt in Steps einfach gehen, was auch hinter als Milestones, Projektmanagement, weil ich auch kein Freund davon bin, aber letztendlich ist es das, was es als Prinzip halt ausmacht. Friedrich, der Michael und dann habe ich den Tumay gesehen, den Ernst. Ja, bitte. Wenn ich das sehe, brauchen wir ja letztendlich Leute, die zum einen das Ganze überarbeiten und zusammenstellen. Wie werden dann eigentlich die Gremien dafür gefunden? Wir haben aktuell keine Gremien dafür, weil du kannst so einen Antrag, A, muss er an den Vorstand gemailt werden, und idealerweise trägst du ihn einfach im Wiki ein und schickst den Link, wo er im Wiki ist, dem Vorstand. Und dann brauchst du, ist letztendlich der Vorstand bisher, aktueller Stand, dafür verantwortlich, das in die Form zu bringen, dass der Landesparteitag in Form einer Tagesordnung vorgelegt wird. Na gut, jetzt kommen da 1000 Anträge, dann ist der Amtsvorstand gezwungen, das Ganze, ich weiß gar nicht, wie viele Leute sind in der Vorstand? Aktuell in Hessen 5.
diese gesamten Anträge durchzuarbeiten, zusammenzustellen, die Leute anzuschreiben, die... Nee, wir haben eine Antwort darauf. Wir kriegen sie demnächst ja das Geld. Vom letzten Landesparteitag war es so, dass irgendwelche Leute gesagt hätten, sie würden gerne Versammlungsleiter machen. Einfach so, daraus hat sich die Antragskommission gebildet mit einigen Zuarbeitern, die noch da waren. Die haben sich den ganzen Antragsrotz genommen, durchgegangen, haben ihn sortiert. Es war also nicht demokratisch, es war einfach so piratisch. Mach mal, wenn du mitmachen möchtest, ist überhaupt kein Thema. Da werden Leute gebraucht ohne Ende. Wir sind sowieso zu wenig. Das war Erzfrage, er war auch dabei. Also wir waren vielleicht nur eine Handvoll Leute, die sich darum gekümmert haben. Und da werden immer Leute gebraucht. Also, es gibt keine Kommission. Das ist letztendlich das Thema, das ich grundsätzlich eigentlich fast jetzt in den Raum werfen könnte. Dass zum Beispiel sowas bei der Masse mit 5 Leuten eigentlich sehr, sehr schwierig zu bewältigen ist, dass man da letztendlich Gremien bildet von Leuten, die wirklich verantwortlich dann arbeiten wollen, also feste Zusagen braucht, nicht irgendwie kurz vor einem LPT rein zufällig zusammenkommen, sondern die sich wirklich mal ein paar Wochen vorher zusammensetzen, das Ganze durcharbeiten. Wenn ich danach arbeite, schreibe ich ja dann nochmal Leute an, die sagen, wo ich sage, okay, der Antrag ist vielleicht von der Thematik her gut, aber nicht qualifiziert genug begründet. Oder wir wissen nicht genau, dass es, was du eigentlich willst, weil es nicht gut ausformuliert ist. Das ist das, was mir in Gernsheim auch aufgefallen ist. Da stehen die Leute da, sagen, ich meine damit das. Das ist dann auch ganz schön, nur dass das, was gemeint ist, nicht vorne steht, nicht dort steht. Später, wenn ich das festmache, kommt vielleicht irgendwann ein Juristen, der sagt, das ist zwar schön, dass du das gemeint hast, und das finde ich ja auch ganz gut, passt mir allerdings im Kram, weil so wie ich das will, biege ich das mir jetzt so und so zurecht und kriege das aufgrund der schlechten Formulierung dann auch später durch. Das heißt also letztendlich, wenn ich offiziell sowas machen will, muss das juristisch in irgendeiner Form... Ja, wie gesagt, der vorletzte Landesparteitag hat all diese Ideen abgelehnt, weil halt wir einfach auch als Piraten uns auf Selbstorganisation setzen. Und natürlich, selbst ein 5er Landesvorstand kann, doch, das stimmt, jedenfalls ein 5er Vorstand kann sich auch jederzeit Helfer suchen, was er ja auch getan hat, oder sie melden sich sogar freiwillig, wie jetzt der Matthias und der Ernst an der Stelle, die einfach sagen, wir wollen das machen. Aber das letzte Wort hat immer der Landesparteitag, weil wir sind eine basisdemokratische Partei und alles, was irgendwer erarbeitet, ist ein Vorschlag. Und der Landesparteitag kann dem folgen oder er kann es halt nicht tun und Alternativen generieren. Deswegen sollten wir da vorsichtig sein mit solchen Gremien, die da irgendwie irgendwo irgendwas installieren. Und sowas muss halt auch vorher demokratisch legitimiert werden. Dann wird es von mir aus demokratisch legitimiert. Letztendlich brauchen wir eine Gruppe von Leuten, mit der ich konstruktiv arbeiten. Das sind alle 2000 Piraten Hessen. Aber der Michael, bitte. Ja, ich wollte noch mal ganz kurz auf den Roten antworten von vor 50 Redebeiträgen. Mir ist klar, dass das Ganze genau dazu dienen soll, dass wir letztendlich nicht mehr die Änderungsbeiträge auf dem Landesparteitag haben. Aber ich bin der Meinung, wir können es überhaupt nicht verhindern, eben weil die meisten Leute überhaupt keine Zeit haben, sich im Vorhinein so intensiv damit auseinanderzusetzen. Und der Landesparteitag ist nun mal für uns alle der letzte Minimum an Frist, den man irgendwie sich nehmen muss, wenn man irgendwie teilnehmen will. Das heißt, deswegen, ich glaube, es wird immer so sein, dass wir da immer noch Änderungsbeiträge und immer noch Ideen haben und immer jede Menge Leute da haben, die sich vorher noch nicht damit beschäftigt haben. Und das können wir als basisdemokratische Partei auch überhaupt nicht verhindern. Aber ich finde das Ganze super, also ihr habt mich letztendlich jetzt auch überzeugt, weil es bringt einfach mehr Struktur rein und wir haben immer noch die Flexibilität, deswegen braucht es für mich auch überhaupt keine Überzeugungsarbeit mehr. Was ich ja vielleicht noch ergänzen mag, vielleicht erinnert sich noch einer an die zwei Wochen vor dem Landesparteitag war ich auf der PPH gefragt, wo sind denn die programmatischen Anträge für unseren programmatischen Landesparteitag? Es war nämlich keiner im Wiki eingetragen. Wir wussten, dass die AK-Bildung zum Beispiel am Arbeiten ist und so weiter und so fort. Und ich sag mal, Anträge ausarbeiten, sie ins Wiki stellen. Ich glaube, der Sepp hat auch mehrere Stunden mit dem Wiki verbracht, um sie dort reinzuprügeln. Ja, ich kenne das ähnlich, habe das auch so gemacht. Das Entscheidende wird sein, diese Einreichungsfrist zu bewerben, weil danach kannst du kein neues Thema einreichen, sondern nur noch Änderungen an bestehenden Dingen. Und wenn wir die ordentlich bewerben und das auch ordentlich kommunizieren, das kann ja ruhig auch im Vorfeld schon passieren. Hier, Jungs, Mädels, wir haben in 8 Wochen eine Einreichungsfrist für Anträge. Wenn ihr was machen wollt, tut es jetzt. Und sucht, bewerbt, und was letztendlich auch Demokratie immer ausmacht, das Werben um Mehrheiten.
Aber als nächstes war der Ernst dran, dann war der Tumay dran und dann der Sepp, wenn ich sonst keinen übersehen habe. Ja, zur Einreichung würde ich noch vorschlagen, da müssen wir dringend den Vorstand entlasten. Deswegen sollte es meiner Meinung nach eine Art Verteiler, Mailverteiler geben, sowas wie Antragseinreichung mit Piratenpartei Minus Essen. Also dass diese nicht mehr an den Vorstand gehen, sondern an diese Adresse und die geht dann auch an den Vorstand, wird es weitergeleitet, aber eben auch an eine Gruppe, die sich darum kümmert, diese Anträge dann eben zu sichten und zum Beispiel ins Wiki und sowas einzustellen, dass das eben auch die Leute, die sich nicht so technisch auskennen, dass das für die abgenommen wird. Und meiner Meinung nach gehört eben auch dazu, dass diese Gruppe dann diese Informationspflicht, das kann man nicht in die Satzung schreiben oder sowas, ja, aber dass man einfach sagt, okay, die Anträge sind eingekommen. Und dann geht an jedes Mitglied in Hessen eine E-Mail, wo da ein Link drin steht, wo das Zeug zu finden ist. Und ich glaube, das ist auch eine E-Mail, die jedes Mitglied auch ertragen müsste. Muss, ehrlich, ja. Also solche Sachen müssen meiner Meinung nach viel verstärkter passieren. Und insofern müssen wir diese Fristen wahrscheinlich sogar noch ein ganz klein bisschen granulieren. Ja, weil man kann ja nicht sofort nach der Einreichungsfrist die E-Mail losschicken, jetzt sind diese Anträge da, ändert mal, sondern da braucht man ja wieder eine Woche oder so Zeit, um die überhaupt erstmal zu sichten, ins Video einzustellen und dann den Link an alle Mitglieder zu schicken. Also ich denke, super an sich bisher, aber wir müssen nochmal ein, zwei kleine Granulationssachen machen, die uns dann alle auf dem nächsten Landesparteitag bei den Satzungsänderungen die Ohren fliegen. Wobei sicherlich auch Modular aufgebaut werden muss, natürlich, dass wir halt wieder gucken, dass wir die einzelnen Dinge wirklich auch durchbekommen, wie zum Beispiel so ein Fristenkonzept. Und anstatt einem Mailverteiler kann es auch eine offene Mailingliste sein, wo sich jeder eintragen kann. Ja, habe ich auch. Also weil dann können die Leute, die sich da sowieso für interessieren, sich auch da, da ist was gekommen, ich kann mich beteiligen. Und der Tumay, der Sepp, Nicole und Klaus. Ah, ich lerne es heute noch. Ich finde, dass wir auf jeden Fall auch, also mit dem Klaus von vorhin, mit dem Vorschlag, dass die Änderungsanträge auch nochmal ihre Fristen bekommen. Ich muss sagen, mir hat das, ich weiß nicht genau, wie dein Name ist. Peter? Genau, der Peter hat vorhin mal so am Rande so eine Art Punktesystem erwähnt. Also jetzt im Laufe der Zeit fand ich das gar nicht so schlecht. Nee, weil einfach, also irgendjemand hat es auch schon gesagt, im Grunde genommen geht es ja auch ein bisschen um Motivation. Ja? Also und zwar die Motivation mitzuarbeiten, mitzumachen. Man kann niemanden dazu verpflichten und zwingen, das ist auch überhaupt nicht meine Intention, aber ich würde zum Beispiel Anträge, also die sehr spät kommen, und jeder mag seine Gründe haben, aber ich finde, dass man kein Verständnis haben, aber muss sich alles gut finden. Und an der Stelle möchte ich einfach nicht die ewigen Nachzügler und oder zu spät kommen, so einer wie ich jetzt, ja, dass der noch belohnt wird. Dass der im Grunde genommen die gleichen Bitte? Er wird ja belohnt mit dem Ende der Tagesordnung, nee, nach dem Konzept. Ja, das sagt ja für mich, dass der eben nicht die gleichen Fristen bekommt wie ein anderer, sondern hat vielleicht so ein bisschen was Pädagogisches, keine Ahnung, ja, aber dass die Leute halt sich einfach auch eben an an diesen Prozess dran gewöhnen und auch dann eben, dass sich das besser einschleifen. Ich glaube, dass da an der Stelle so ein bisschen, sagen wir mal, Zuckerbrot und Peitsche nicht unbedingt so schlecht sind und das tut ja wirklich nicht weh an der Stelle. Ich denke aber, dass es halt mit der Idee, dass halt, wenn weitere Anträge zu spät kommen, die ans Ende der Tagesordnung kommen, auch eigentlich funktioniert. Weil wenn man jetzt das Bildungsprogramm sieht, das hätte Punkte bekommen dafür, dass im Vorfeld dafür Werbung gemacht worden ist. Es hätte Punkte dafür bekommen, dass Unterstützer dabei waren. Es waren nämlich sau viele Leute im Arbeitskreis, die sich engagiert haben. Es hätte Punkte dafür bekommen, dass es ordentlich ausgearbeitet worden ist. Es wurde trotzdem nicht angenommen. Es gibt aber, wie sagt man, war das dafür eine Garantie gibt, dass das jetzt durchgehen wird? Klar, es ist ein Indikator, aber sag mal, in dem Fall hätte es uns wahrscheinlich nicht geholfen. Der Sepp, die Nicole, der Klaus, dann war der Cemo, der Matthias, Bernhard und der Jörg. Ich hoffe, ich kann mir das merken. Der Freeze. Änderungsanträge sind dann noch zugelassen. Was heißt das genau? Weil es war ja zum Beispiel ein Punkt, wir hatten den Block, den wir abstimmen lassen wollten und in diesem Block hat sich am Sonntagmorgen entschieden, dass jetzt doch noch ein Antrag eingereicht wird mit drei konkurrierenden Anträgen in diesen verschiedenen Teilen.
Das war das, was dann wahrscheinlich mit auch zur Verwirrung beigetragen hat. Ist das weiterhin möglich, dass ich sehe, oh, da ist ein Antrag, der gefällt mir nicht, die Tagesordnung ist schon raus. Ich kann mich 24 Stunden vor dem LPT hinstellen und kann sagen, hier Antragskommission, ich möchte einen Gegenantrag zu dem Antrag machen. Ist das so möglich oder? Wäre möglich. Die Frage ist, wie wir das in der Geschäftsordnung regeln. Zum Beispiel, wenn zu spät ein Änderungsantrag kommt, dass der Landesparteitag zustimmen muss, ob der jetzt mit verhandelt wird. Ja, das wäre die einfachste Geschichte an der Stelle. Natürlich ist die Frage dann, ob uns das auch wieder Zeit klaut, weil dann wird ja nicht vorgestellt, dieser Änderungsantrag. Und dann ist quasi die Abstimmung, ob er zugelassen wird, eigentlich die Abstimmung, ob wir ihn also annehmen werden. Ja, wenn man das mit derselben Zweidrittelmehrheit an der Stelle zum Beispiel regeln würde, ist sicherlich noch eine Feilung, an der wir arbeiten müssen. Aber letztendlich wollen wir in die Richtung kommen, dass wir dies, also wenn es ein gutes Konzept ist, wenn es angenommen werden sollte, sofern wir es als Antrag ausarbeiten, dass das ein gelebtes Prinzip wird, dass eben diese Änderungsanträge nicht mehr kommen. Und dann ist halt die Frage, ob man sagt, okay, das wäre halt Änderungsanträge, das ist zu diskutieren sicherlich, zu bereits schon Anträgen, die eingereicht sind und Änderungsanträge vorliegen, ob wir das halt zulassen wollen oder nicht, ist aus meiner persönlichen Sicht eine schwierige Frage. Aber als nächstes war dran Nicole. Also das bisherige Qualitätskriterium, was wir für Anträge haben, ist halt eine Überschrift, ein Antragstext und eine Begründung und ein Antragsteller. Das war das, was wir bisher haben. Das ist, sag ich mal, der allgemeine Anspruch an einen Antrag. Der sagt natürlich nicht über die inhaltliche Qualität des Gegenstandes des Antrages, des Gegenstandes der Begründung aus. Ist aber jetzt auch, sag ich mal, im Fristenkonzept an der Stelle nicht unbedingt vorgesehen, ob jetzt gute Anträge eingereicht werden können oder schlechte Anträge. Das ist sicherlich eine andere Diskussion, die wir führen müssen. Meiner Meinung nach, aber... Jetzt habe ich schon wieder eine gute Überleitung, obwohl ich nicht das Gegenteil will, sondern will da weiter drüber reden. Es ist doch jetzt technisch möglich, zum Einreichungsfrist einen Antrag einzureichen, wo ich zwei Sätze reinschreibe und einen Tag vom Freeze den ganzen Content reinzudonnern, um Änderungsanträge von anderen dazu zu verhindern. Das ist nur mal so ein bisschen anarchistisch. Ja klar, du kannst jedes System hacken. Ja, aber dann muss das halt einfach von dem Schwarm, den wir ja sind, einfach auch bestraft werden, indem es in der Antragsreihenfolge dann einfach nach unten gesetzt wird. Ja, aber ich frage mich halt, wenn wir diese Liste rumschicken, die per E-Mail rumschicken, da ist jetzt ein Antrag eingegangen. Ist es nicht dann blöd, wenn ich auf den Link klicke, gucke mir den Antrag an, der andere hat aber noch 8 Wochen Zeit, weiteren Content reinzufuttern, dann bringt es doch eigentlich gar nichts, weil der den vielleicht noch gar nicht komplett reingestellt hat. Das ist ja, sag ich mal, so ein Prinzip, was wir bei Liquid Feedback haben. Jemand stellt eine Initiative und jemand anderes stellt eine Gegeninitiative und es dümpelt da so ein bisschen hin und kurz vor, was weiß ich, Quorums Ende oder was es da alles gibt, wird es auch nochmal verändert und so weiter und so fort. Wir werden niemals davon wegkommen, dass irgendwer probiert, ein System auszunutzen, genauso wenig, dass wir immer eine gleichbleibende und eine gute Qualität von irgendwas haben. Natürlich sind es Nachteile, aber wir werden soziale Nachteile, das wurde ja auch schon gesagt, niemals durch ein technisches System kompensieren können, weil letztendlich bauen wir uns dann von der Piraten- zur Bürokratenpartei um und das will, glaube ich, auch keiner. Darf ich dazu direkt was sagen? Ich würde gerne, weil es auch viele Redner noch sind, den Cemo, den Matthias erstmal und dann war noch Friedrich? Ja. Ah, gut. Oder war noch jemand anders dazwischen? Okay, also Cemo, Matthias, Friedrich. Schön, was du gerade aufgegriffen hast. Für mich schon stellt sich schon wieder ketzerisch ganz einfach im Kopf, wir drehen uns schon wieder irgendwie im Kreis. Wir versuchen irgendwie ein Korsett zu formen, wo wir so viel, sag mal, die Trolle ausschließen, auf einer Seite auch, aber dann wir alle mitnehmen und schieß mich tot. Aber wir drehen uns einfach irgendwie im Kreis. Im Endeffekt, einfach mal ganz ketzerisch gefragt, egal was wir aufstellen, solange beim Einzelnen oder bei Menschen, die in dieser Partei mitmachen, kein Bewusstsein da ist, dass wir hier eigentlich nicht nur spielen, sondern wirklich was verändern wollen. Und das Bewusstsein wirst du erst erreichen, wenn du wirklich auch Bildung hast. Also das ganze System, so wie wir uns das vorstellen, mit Demokratie und mit Gleichheit und jeder Selbstverwirklichung, funktioniert nur mit Bildung. Deswegen, bevor wir jetzt wieder schon wieder uns im Kreis drehen, würde ich einfach mal die Frage stellen, wollen wir nicht einfach mal anfangen, uns selbst zu bilden, dass wir irgendwann mal wegkommen von solchen Diskussionen? Schön wäre es, aber das Bildungspaket wurde abgelehnt. Das
das war ja auch kein Piratenbildungspaket, sondern das war ja... Also, der Matthias, bitte. Ja, mein Einwand geht eigentlich in eine ähnliche Richtung. Ich habe so das Gefühl, dieser Vorschlag ist eigentlich richtig gut. Ich würde das gerne mal probieren. Was wir hier gerade diskutieren, ist letztlich das bürokratisch abzusichern. Also wir versuchen, die Bürokratie zu vermeiden und führen eine neue Bürokratie ein. Das Ganze ist unendlich öde und es wird uns überhaupt nichts nutzen, denn an dem Tag des Landesparteitags werden tausende von Leuten da sein, die eigentlich auch nur mal nach vorne wollen und auch mal was sagen wollen. Und dann werden wir genau den gleichen Scheiß wieder haben, den wir immer haben. Das liegt letztlich auch an der Frage, ob Leute sich im Grunde mal disziplinieren und wegkommen von dem Trip, dass es um sie selbst geht und wieder zurückkommen auf die Idee, dass wir mal eine Gesellschaft verändern wollten. Das scheint aber bei den Leuten allmählich verloren zu gehen, dass wir wirklich, wir haben ein Monsterproblem in dieser Gesellschaft. Wir werden ewig noch lange regiert werden von Schröder und oder von Merkel oder diesen Parteien, wenn wir es nicht schaffen, dann Disziplin hinzukriegen. Und das wirst du aber nicht durch sowas abschaffen. Ich glaube, das ist für mich ein Versuch, im Grunde das, was ich heute Morgen mal angesprochen hatte, wieder zu umgehen, nämlich die Frage, wie sind unsere Strukturen in dieser Partei? Und lassen wir uns mal darauf ein, dass wir Leuten, denen wir gesagt haben, sie sind unser Vorstand, dass wir denen Vertrauen geben und auch mal ein Jahr lang nicht mehr darüber diskutieren. Ähnlich lassen wir uns darauf ein, dass Leute sich um was kümmern und dann sind sie aber auch am Ball und dann wird das entweder abgelehnt oder es wird entschieden und nicht stundenlang diskutiert. Ja, ich weiß nicht so genau, was ich darauf entgegnen soll, aber auch, also wie ich eingangs ja gesagt habe, das Ding ist keine Lösung. Das ist der Versuch, die Anträge, die Antragseinreichung ein Stück weit zu optimieren, zeitlich zu entschlacken und halt auch die Chance, hoffentlich Leute im Vorfeld daran zu beteiligen. Ob es funktioniert oder nicht, würden wir nur sehen, wenn wir es ausprobieren. Wir können es im Vorfeld nicht postulieren, wird scheitern, wird nicht scheitern. Wir hatten, der Friedrich war als erstes, dann Bernhard, Ernst, Jörg, okay. Friedrich? Ich meine, zu ihm wegen den zwei Sätzen. Dafür gibt es ja letztendlich dann genau, zumindest in meiner Vorstellung, das Gremium, das diese gesamten Anträge in der Einreichungsphase auch durchliest. Die Kandidaten, die eben mit solchen Anträgen aufwarten, anschreibt, sagen, das ist ein schöner Antrag, aber so wie er begründet ist, können wir den nicht verwerten. Dann würde ich nämlich genau diese Anträge schon in der Einreichungsphase zurückstellen, den Antragsteller anschreiben und entweder er begründet das Ganze, und zwar würde ich die Leute dann auch zwingen, die Anträge so zu begründen, dass es die gesamten Restlichen, die das lesen sollen, auch verstehen. Auch mit einem mit der Quellenangabe beispielsweise. Der Einwand war nämlich sehr gut. Damit sie dann in der Änderungsphase wieder ins Netz gestellt werden können, damit die Leute das Ganze lesen und darauf reagieren können. Darauf möchte ich entgegen, wir müssen gucken, dass wir das nicht zu sehr pauschalisieren, weil es wird Anträge geben, zum Beispiel wollen wir nächstes Wochenende eine Anti-Akta-Demo machen, da brauchst du keine Begründung. Nein, brauchst du nicht, weil die Leute, weil das einfach unser Habitus ist an der Stelle, das werden wir tun. Ja, ja? Gut, aber ich meine, ja, deswegen als Beispiel. Für die Nicht-Piraten ist es doch ganz gut zu wissen, was überhaupt ein Akta ist, wenn ich da raus auf die Straße gehe und frage diesen Müller, was ein Akta ist. Deswegen ist ja der Antrag auf die Demo, um das zu erklären. Als nächstes war der Bernhard, Ernst, Nicole, Jörg. Zeit? Tot. Ja, dann die fünf Redner und dann würde ich gerne am Ende noch ein Meinungsbild einholen. Ist das ein? Ich habe erstmal eine grundsätzliche Frage. Habt ihr beiden zusammengearbeitet? Er hat ja inhaltlich kommunikativ und du hast zeitlich Horizont. Ja, haben wir. Gut, ihr habt das zusammen vorbereitet. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann bildet sich das auch auf diese Zeit eben. Das habe ich auch so richtig verstanden. Und dann war dein Einwand oder zu sagen, wir haben eine Antragliste, noch ein zusätzliches Instrument, was dazukommen sollte. Ist das so richtig verstanden worden? Du hattest, ja, du, wie? Ja. Und zwar eine Mailingliste für Anträge. Ach so, ja. Das soll jetzt zusätzlich zu dem, was er eigentlich vorher gesagt hat. Ja. Ja? Der Herr ist da auch schon. Aber der Ernst ist sowieso als nächstes dran. Echt? Ja. Das wollte ich zumindest sagen. Also dann wäre noch abschließend zu sagen, er hat also gesagt, du hattest gesagt, das Problem, nee, du,
dann kommen wir am Kommunikationsproblem. Und das ist nämlich der Punkt, wie soll das, was jetzt heute hier besprochen wird, nach außen kommuniziert werden? Du meinst nach Parteiinnen? Nee, nach draußen, damit Leute verstehen, wie bei uns, überhaupt Meinungsbildungsprozesse funktionieren. Es würde, wenn es als Antrag angenommen würde, in die Satzung geschrieben werden. Und die steht auf der Webseite, zum Beispiel. Man kann sicher auch einen Flyer daraus entwickeln, aber ob das so interessant ist für Leute, ist die nächste Frage. Aber letztendlich, man kann es sicherlich kommunizieren. Aber der Ernst und dann der Jörg. Wir werden mit dieser Sache natürlich diese sozialen Probleme, Trolling etc., Antragshacking, dass jemand dann leere Anträge einstellt und dann ändert sie jetzt nicht lösen. Aber was ich zu bedenken gebe, weil ich da selbst ja auch drin gesteckt habe, jetzt schon ein paar Mal, und der Peter Lübcken zum Beispiel auch, Antragskommission und Organisation des Parteitags. Wir würden mit so einer Fristenregelung den Leuten, die wirklich was auf dem Parteitag tun, also die ganze Arbeit machen, würden wir das so viel tausendfach erleichtern, diese Arbeit, dass es allein deswegen schon sinnvoll ist, es zu machen. Ja? Diese Fristen sind echt für die Leute, die das sichten müssen, die das einstellen müssen, die das wieder veröffentlichen müssen, die Anträge auf den Beamer bringen und was weiß ich alles. Ich habe jeden Antrag unterschrieben, der wurde ausgedruckt, habe ich jeden unterschrieben auf dem Landesparteitag, aber da kamen ja noch Änderungen auf dem Parteitag. Der Internetausdruck. Wenn das schon vorher feststünde, dann werden die Anträge vorher ausgedruckt stehen, liegen da, man unterschreibt es, wenn sie angenommen sind oder sonst was. Ja, was uns das im Workflow einfach an Zeit sparen würde, dafür wäre ich gerne bereit, die 8 Wochen vorher, mir die eine Woche nochmal um die Ohren zu schlagen, um da was zu machen, weil sich es dann einfach besser verteilt. So kommt es alles am letzten Tag innerhalb von 24 Stunden auf uns zu. Ich habe als Wahlleiter am ersten Tag nichts gegessen und am zweiten Tag nur, weil mir jemand was vorbeigebracht hat. So wenig Zeit war tatsächlich auf diesem Landesparteitag. Und das sehen viele Parteimitglieder auch nicht und auch gerade die Antragskommission, was die da geschuftet hat an den Laptops und solche Sachen. Wir brauchen das allein nur deshalb. Das war vor 2 Jahren kein Problem. Da hatten wir 5 Anträge pro Parteitag und auch nur 50 Teilnehmer. Ja? Aber heute sieht es halt ganz anders aus. Deswegen in Satzung gießen und bitte abstimmen. Ja, dann der Jörg noch, bitte. Also im Grunde genommen fand ich den Unterschied zwischen dem Bundesparteitag im ersten, den ich letztes Jahr teilgenommen habe, mit den langen Fristen und dem ohne Fristen, wie ich jetzt hier den Hessischen Landesparteitag gesehen hatte, fand ich es eigentlich den Landesparteitag besser, vielleicht aber auch, weil weniger Leute da waren. Ich kann allerdings deiner Position da vollkommen folgen und wäre jetzt auch eher dazu tendieren, das mal mit so einem Modell zu versuchen. Ich bin aber trotzdem immer noch, möchte ich zu denken geben, dass das eigentliche Problem, dass nämlich immer noch ein Großteil der Personen, die auf diesem Landesparteitag sitzen, sich nicht vorbereitet haben, auch wenn man ihnen die Mails gegeben hat und alles vorbereitet hat und so weiter, dass sie das nicht gelesen haben werden, sondern aus dem Bauch heraus arbeiten. Dass wir dafür noch nachdenken müssen. Weil das werden immer mehr Leute werden. Ja, da möchte ich nur kurz einen Satz dazu verlieren und dann mal eure Meinung einfragen und danach ist auch zu Ende für den Slot. Wir haben ja gesehen, vor diesem programmatischen Landesparteitag gab es 2 Wochen vor dem Landesparteitag keinen veröffentlichten Antrag. Jetzt gibt es ihn, wenn wir es mal addieren, 2, 4 plus 8, ja, sau viele Wochen vorher, die Zeit, sich damit zu beschäftigen, weil die Anträge wurden innerhalb eine Woche vor dem Landesparteitag eingetütet und dann hat auch niemand mehr die Zeit, innerhalb einer Woche 200 Anträge zu lesen. So hast du sau viel Zeit letztendlich. Und das ist der Punkt an der Stelle. So, und deswegen möchte ich euch jetzt mal fragen, wer findet denn es gut, dass wir diese Idee weiter verfolgen sollen? Okay. Wir sollten mal. Okay, vielen Dank. Wer findet es denn nicht so gut? Okay. Ja, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ja, ich werde mich als Initiator weiter darum bemühen. Und ihr werdet von mir hören. Ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde im Vorfeld des nächsten Landesparteitages schon mit diesen Fristen arbeiten, auch wenn es noch nicht in der Satzung festgeklopft ist. Das geht leider nicht.